Hey, warte mal, das könnte es doch hier sein, oder? Ich glaube, ich hab's. Haha! Bauxit! Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zur Satisfactory. In den letzten paar Folgen ist es uns gelungen, sowohl Schwefelquellen zu finden, als auch Quarz und Uran abzubauen. Wir haben mit dem Abbau von diesen Ressourcen jetzt schon begonnen, einfach in Vorbereitung des nächsten großen Updates Ende April, wenn dann Quarz- und Schwefelverarbeitung mit hinzukommen. Und natürlich wird es auch Ende Mai noch das große Update mit der Atomkraft geben, wo wir dann letztendlich auch Uran brauchen. Das heißt, diese Ressourcen abzubauen ist auf jeden Fall schon jetzt sinnvoll, damit man dann schon so einen kleinen Grundstock am Start hat, finde ich zumindest. Und wir sind jetzt hier auf der Suche nach einer weiteren Ressource, mit der man noch absolut gar nichts anfangen kann, zumindest bis zum nächsten großen Update, und zwar Bauxit. Bauxit wird ja dann wichtig für die Aluminiumproduktion. Das heißt, Aluminium wird auch ein ganz wichtiger Bestandteil in Kernkraftwerken, Kühlkörpern und vor allem auch in schnellen Förderbändern sein, denn für die braucht man dann nämlich für die MK6-Bänder auch Kühlkörper, um sie bauen zu können. Das heißt, da braucht man dann auch wieder Aluminiumplatten. Das heißt, Aluminium ist für schnelle Beförderung von Rohstoffen dann ganz wahnsinnig wichtig. Deswegen ist es ganz wahnsinnig wichtig, dass wir Aluminium und Bauxit jetzt schon finden. Jetzt ist nur die Frage, wo ist es? Da versuche ich gerade, den Weg hinzufinden. Es muss ja irgendwo hier sein. Okay, warte. Da drüben war noch eine Schnecke. Die holen wir uns mal gleich. Ich werde schon wieder verfolgt, ey. Oh Gott, diese Bäume hier. Diese riesigen Bäume mit ihrem riesigen Laub. Die verlangsamen hier sämtliche, die ziehen hier sämtliche Performance raus gerade. Südwesten. Das ist die... Was? Wer schießt denn hier jetzt schon wieder? Oh Gott, schnell weg. Das ist die falsche Schwefelquelle. Du musst weiter in den Süden. Also dahin. Ja, Moment. Ich arbeite dran. Warum hänge ich denn hier fest? Das ist eine unsichtbare Hitbox hier. Oh, shit. Lande. Puh. Okay, warte. Weiter in den Süden. Erstmal durch. Ich muss erstmal aus diesem Gestrüpp hier raus. Ey. Ich sehe überhaupt nichts. Da ist noch eine Schnecke. Die nehmen wir mit. Okay, falsche Schwefelquelle. Okay. Da ist auch irgendwas unter diesem wegsprengbaren Knubbel. Leider kann ich ihn noch nicht wegsprengen. Wie gesagt, da muss erstmal halt das Update kommen dafür. Und Schnecke eingesagt. Ich pfeife mir mal schnell die Beeren rein, die ich geerntet habe. Bevor hier wieder einer auf mich schießt. Es war nur eine. Tolle Wurst. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo... Wo ist Süden? Da ist Süden. Einfach nur weiter in die Richtung. Ist das immer noch in diesem waldartigen Biom hier? Oder ist das dann schon mehr woanders? Also in einem anderen Wald. Schade, dass ich nach Sulfur noch nicht scannen kann. Das würde die Sache deutlich erleichtern, glaube ich. Südwesten. Das ist ja in Richtung von meiner Base. Das wäre ja dann in die Richtung irgendwo. Du musst den Wald mit den großen Bäumen durchqueren. Okay. Den Wald mit den großen Bäumen durchqueren. Hey, warte mal, was ist das hier? Stopp! Kalkstein, okay. Absolut nicht interessant. Oh, hier wird schon wieder abgegast. Ah, nein, hört auf damit. Schnell weg. Schnell woanders hin. Ich finde, seitdem du die Sichtweite runtergestellt hast, freezes noch mehr. Nee. Ich finde, seitdem habe ich schon deutlich weniger freezes. Aber man darf jetzt generell auch nicht vergessen, dieses Biom mit diesen riesigen Bäumen, das freezes generell sehr hart. Also da habe ich immer die meisten freezes gehabt. Egal, wie hoch die Sichtweite eingestellt ist. Da hinten ist eine gelbe Schnecke. Also hier in der Gegend wäre das ja dann so ungefähr. Komm, da hinten, da komme ich noch hin. Und jawohl. Und jetzt einfach hier rüber.
Wollte mich da etwa jemand von der Klippe stoßen? Nom nom nom, lecker gelbe Schnecke. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt der Schwefel? Okay, also wir sind jetzt hier oben im... Was auch immer das ist, noch ein Waldbiom mit gelben großen Blättern. Ey, da ist noch eine Schnecke da oben, aber da ist Gas. Ich habe keine Gasmaske dabei. Auf dem großen Berg neben dir ist auch noch eine Schnecke. Was? Da oben? Können wir ja mal raufgehen. Vielleicht haben wir von daher auch eine bessere Sicht, ne? Oh nein, ich werde schon wieder angeknurrt. Geh da hoch, 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 geh da hoch. Jawohl! Dann schauen wir doch gleich mal hier hoch. Geht's da rum? Oh Gott. Einfach mal auf gut Glück irgendwo in so einen Abgrund hoch pusten hier. Gefährlich, gefährlich. Ey, komm, da muss ich stehen. Wenn da Pflanzen stehen können, kann ich auch stehen. Scheiße, kann ich nicht. Oh Gott, shit. Gut, dass ich noch Jetpack-Fuel hatte. Scheiße, das war die falsche Seite. Ich hätte hier hoch gemusst wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist die richtige Seite. Hier, wo die Gaspflanzen stehen. Wo sie schon wieder abgasen. Die ekligen Blähungspflanzen. Da lang muss ich. Hier so rum, genau. Oi, 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 oi. Hässliches Vieh. Geh weg. Warte. Ich muss mal kurz meinen Becher rausholen. Dann kann ich dich platt machen. Kleines Schweinchen. Haha. Okay, da ist bestimmt noch eine ganz oben, richtig? Versucht das jetzt da hochzukommen. Bitte lass mich landen. Dankeschön. Ja, sehr gut. Kommt man hier noch weiter hoch irgendwie? Oh, oh, oh. Oh, oh ja. Oh, 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 gefährlich. Gefährlich. Mega gefährlich. Hui, gefährlich. Da kann ich hoch. Kann ich hier... Ah, hier kann ich klettern. Noch weiter oben. Ja, genau. Noch weiter oben. Ganz oben, schätze ich mal. Ne? Da muss ja irgendwas sein noch. Die Ranken hier, die kann ich als Leiter benutzen. Aber auch nicht durchgehend, so wie es aussieht. Ab und zu muss ich... Hey, Nüsse, sehr gut. Ab und zu muss ich da mal ein bisschen Gas geben. Oh nein. Oh nein! Das ist der Rote mit den roten Dingern, mit den... Hey, was ist denn das hier? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist das? Das ist irgendwas Wichtiges. Oh Gott. Ist das da eine Festplatte? Ja, das ist ein Wrack, lol. Oh Gott, er verfolgt mich. Das ist irgendein Kunstwerk. Irgendwie eine Ruine oder sowas. Krass. Man entdeckt halt immer wieder was Neues. Was? Reparaturen erforderlich? Quarzoszillator muss ich hier reinpacken. Ha, warte mal. Vielleicht liegen hier Turbomotoren. Turbomotoren. Warte, da ist was. Was ist das? Platine? Ah! Ah! Nein, nein, nein. Geh weg. Verschwinde. Was ist das? Kohle. Was zur Hölle ist das hier? Was ist das? Kann ich hier irgendwas bauen da drauf? Ist das eine Ressource? Moment, ich muss noch mal schnell hier rüber zu dem Wrack schauen, ob da noch irgendwas liegt. Oh, hau doch ab, du. Du garstiger Garstling. Hey, hier ist was. Was ist das? Kühlkörper. Aua, aua, aua. Oh, scheiße, der hat mich fast getötet. Nein! Nicht jetzt sterben! Hier, hier, hier auf den Vorsprung. Medkit nehmen, Medkit nehmen. Atmen. Mann, scheiße, ich finde immer die Kühlkörper, aber ich finde nie die anderen Dinger hier. Die, Turbomotoren. Die finde ich immer nicht. Shit. Warte mal, wir löschen mal das weg. Und das, damit ich wieder einen Platz habe. Okay, alles klar. Haben wir wieder Kühlkörper gefunden. Nicht schlecht. Wie viele? Einen. Wahnsinn. Davon können wir uns ganz viel kaufen.
wenn die mal irgendwann wichtig sein werden. Okay, ich habe keine Ahnung, wo es Bauxit sein soll. Sollte ich vielleicht nochmal sagen. Aber von hier aus können wir auf jeden Fall einige Stellen erreichen, die vorher unerreichbar waren. Ich versuche auch gerade so ein bisschen zu schauen, ob ich irgendwo Ressourcenknubbel sehen kann von oben, aber du bist in der Nähe. Okay, ja gut. Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche Himmelsrichtung. Das ist jetzt schwierig, ne? Weiß halt nicht, in welcher Himmelsrichtung das jetzt ist. Da ist eine Schnecke, eine grüne. Da. Und da auch. Westen, denke ich. Also da lang. Alter, da muss ich ja auch hin. Da ist ja auch die Schnecke an sich. Versuchen wir es mal. Richtung Westen. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich muss halt auch gucken, ne, wo das ist. Ne? Das ist das Ding. Ich kann es ja nicht sehen sonst. Also ich kann es ja sonst nicht wissen, wo es ist. Kleines Schweinchen hier erstmal töten. Also ich muss das... Ah! Ich muss das ja mit meinen Augen finden. Und nicht mit dem Scanner. Ich kann ja, wie gesagt, noch nicht danach scannen. Scannen kann man ja auch erst viel später. Oh, scheiße. Wir bewegen uns schon wieder in Richtung Tschernobyl. Hey, warte mal, was ist das? Das sieht aus wie Kupfer. Ja, das ist Kupfer. Das ist ja eh auch kein Node. Oh Gott, nein. Oh, ah! Aus dem Weg! Sam-Ore! Kalkstein. Eine seltsame Kugel, die nichts macht. Falsche Richtung. Okay, sehr gut. Dann, Osten? Ich hab doch keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich stolper ich dann einfach drüber. Wenn ich es am wenigsten erwarte. Wenn ich am wenigsten damit rechne, stolper ich dann über den Bauxit-Node drüber. Mal hier hochgehen, mal gucken. Ist hier schon das Ende der Welt? Ach nee, guck mal, was da ist. Da ist unsere Computerfabrik, herrlich. Und so schließt sich der Kreis. So erschießt sich der Kreis. Herrlich. Oh mein Gott, Dennis Let's Player raidet mich mit einer Gruppe von 5 Personen. Ich begrüße alle, die gerade mich raiden. Und bedanke mich für den Raid. Dankeschön. Ja, wie viele sind hier? Wie viele sind hier? Wie viele seid ihr? Also, ich meine jetzt hier die Viecher, die hier stehen. Nicht die Leute, die mich raiden. Ah! Sterb! Ich glaube, war einer, oder? Gelbe Schnecke! Flansch. Und so zerbröselt der Keks, ja. Also ich habe ehrlich gesagt jetzt mit dem Bauxit keine Ahnung, wo ich da jetzt genau hin muss. Es scheint offensichtlich in der Nähe dieser Computerfabrik irgendwo zu sein. Aber wo genau? Also dieser blöde Wald hier ist halt auch sehr undurchsichtig. Hey, warte mal da. Nee, das ist auch nichts. Das ist nur ein normaler Stein. Osten. Im Osten! Nach Bitterfeld soll ich... Okay, dann machen wir das... ins Bauxit-Kombinat. Müssen wir... Okay, Moment, dann... hier ist doch eine Höhle. Ist das hier eine Höhle? Hey, da ist Gas da vorne. Und da ist eine violette Schnecke da hinten. Scheiße, aber wie komme ich denn da? Da kann ich doch wieder ohne Gasmaske... Kann ich doch da wieder nichts machen. Ah, warum habe ich noch meine Gasmaske vergessen? Ich Blödmann. Ich habe meine Gasmaske zu Hause vergessen. Ach, scheiße, Mann. Immer diese Erkenntnis. Gasmaske zu Hause vergessen. Durchfliegen mit dem Inhalator in der Hand. Nee. Wenn ich dann trotzdem sterbe, weil ich irgendwie was verdränge, dann liegt die Leiche da drin. Da komme ich dann nicht mehr ran ohne Gasmaske. Tolle Wurst. Nee. Das merken wir uns einfach für später. Wir brauchen später irgendwann in 100 Jahren ja auch noch Schnecken. Und dann holen wir uns die ganz schweren an den ganz schweren Stellen. Und dann habe ich eine Gasmaske bestimmt dabei. Da vergesse ich sie bestimmt nicht. Also jetzt bin ich ganz schön weit im Osten. Jetzt ist die Frage, wo ist es?
Da unten war doch auch schon das Uran, was wir gefunden hatten, die eine Quelle. Und da hinten fängt schon wieder so eine Art Wüstenbiom an. Hey, warte mal, was ist das? Das ist Sam-Ore. Oder? Das ist Sam-Ore. Glaub schon. Sam-Erz. Ja, okay, das bringt uns nichts. Sam-Erz haben wir wesentlich näher an einer Position bei uns. Ach, das ist dieses Weidenbiom hier mit den Weiden. Dieses Märchenwaldbiom ist das hier. Das ist eine schöne Fläche hier unten. Zum Zubauen. Sam-Ore gab's da in der Nähe, okay. Okay, ich suche nochmal nach Eisen. Vielleicht ist das ja hier auch in der Nähe direkt. Aha, da drüben. Dann, da ist noch eins, okay. Also dann mal darüber jetzt so, in die Richtung. Vielleicht ist es ja doch hier. Ha, da, guck mal, da ist doch was. Da ist eine Schwefelquelle, oder? Ist das Schwefel? Das ist Schwefel. Oh, scheiße, jetzt bloß nicht sterben. Ich glaube, da ist Schwefel da oben an der Kante. Dann haben wir ja die Stelle fast gefunden. Das ist, kann nur hier sein eigentlich. Ich meine, wo soll es sonst sein? Woanders, ich weiß. Aber es kann nur hier sein. Das ist bestimmt Schwefel, richtig? Das ist Schwefel. Ja, Schwefel normal. Das muss die Schwefelquelle sein. Okay. Wie war das jetzt? Eisen ist in der Nähe noch. Also wir müssen jetzt nochmal nach Eisen scannen. Das Eisen ist direkt nebenan hier, ne? Wo ist das jetzt? 155, 300 Meter. Da in die Richtung ist Eisen. Muss das... Was? Muss... Sekunde. Da muss das sein in dem Biom links. Drunter müsste Katerium sein. Drunter, also... Ja, stimmt, das ist Katerium. Warte, wenn ich mal scanne. Ja, das ist Katerium, alles klar. So, dann links. Also hier. Nee, Moment, jetzt von wo aus links? In welche Himmelsrichtung? Himmelsrichtung bitte, nicht links oder rechts. Weil links oder rechts ist verwirrend. Weil links kann da sein, das kann aber auch, wenn ich so gucke, da sein. Und das verwirrt nur. Jetzt Richtung Eisen fliegen. Okay, das ist schon mal besser auf jeden Fall. Aber welches Eisen? Da sind zwei. Da ist rechts eins und links eins. Hinter das? Also in die Richtung oder in die Richtung? Oder in die Richtung? In welche? Das nächste Eisen. Okay, dann fliegen wir dahin. Hey, warte mal. Das könnte es doch hier sein, oder? Ich glaube, ich hab's. Haha! Bauxit! Wunderbar! Danke sehr an alle, die mich ferngesteuert haben. Da bauen wir doch gleich mal den Minator Mod 2 auf. Oh, das wird ein Act, hier eine Stromleitung hinzulegen. Das kann ich schon mal sagen. Gibt es hier in der Nähe Öl zufällig? Oder Kohle? Oder irgendwie irgendeine Stromquelle? Mal gucken. Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre jetzt zu viel des Guten. Oh, doch. Hey, nur 650 Meter. Hey, geil, das ist direkt nebenan. Warte, da müssen wir hin. Kann ich eine Pümpe machen? Ja, ich kann eine Pümpe machen. Wir machen jetzt eine Pümpe da hinten. Und dann bauen wir uns jetzt hier schon mal so weit auf, dass wir hier auf jeden Fall Strom auch produziert kriegen. Sauber. Wunderbar. Wie gefährlich ist denn das hier eigentlich? Ja, doch, ist ganz schön weit weg, oder? 600, ja, obwohl, 500, ja. Oh. Oh. Vielleicht sollte ich erstmal einen Leuchtstab machen, dass ich hier die Stelle wieder finde. Ein Signalisator. Was kann man mit Bauxit machen? Im aktuellen Zustand des Spiels noch gar nichts, aber das hält mich ja nicht davon ab, trotzdem diese Ressourcen zu fördern. Man kann damit irgendwann Aluminium herstellen. So, wir bauen uns mal eine Ausrüstungswerkbank. Dann kann ich daran nämlich mal so einen Leuchtstab machen hier, so einen Signalisator. Und den stellen wir hier jetzt gleich mal hin. Und nennen das Ganze mal
Bauxit. Da haben wir den Node gefunden. Haha. 19 Monkey King, herzlich willkommen. Und ich bedanke mich an der Stelle mal beim Wikinger86 und Zen Shira für die Unterstützung bei der Lokalisierung dieser Position. So, jetzt gehen wir mal in Richtung Öl noch. Und bauen uns da auch schon mal ein bisschen auf mit Förderturm und hast du nicht gesehen? Und dann machen wir hier auch unseren Strom direkt. Das ist ein cooles Biom hier einfach. So eine Mischung aus diesem Wald, den wir vorhin hatten, und dem Blumenwald und dem Wald mit den Weiden. Hey, hier ist eine Schnecke. Einfach so. Elektroschnecke. Wollte sich verstecken im hohen Gras. Hat sie nicht geschafft. Ah, hier ist Gas. Okay, irgendein Haken muss es ja geben. Ist das hier das Öl? Ist das hier die Stelle? Nee, das ist nicht. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie es freest. 282. Scheiße, warum habe ich denn noch meine Gasmaske vergessen? Kopf wie ein Sieb. Ich werde beschossen, glaube ich, ne? Oh, da ist wieder so ein Schießheini. Okay, hier ist auf jeden Fall diese Gegend, wo das Gas in der Luft lag. Wo sehr viel Gas in der Luft lag. Hey, da ist ein Wrack. Moment, muss mal scannen. Da ist Öl, okay. Und da ist ein Wrack. Okay, wir gehen erst zum Wrack. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Verschwinde einfach. Genau, du willst es doch gar nicht. Du willst mich doch gar nicht abschießen. Das willst du doch gar nicht. Bist doch nett. Nein, da muss man nur einen Supercomputer reintun. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was sind hier denn so für schöne Teile im Wasser? Ich kann nicht sehen, was hier liegt. Oh, ein Computer. Ein normaler Computer. Bringt uns aber leider nichts. Hier ist auch kein Turbomotor, oder? Verstärkte Eisenplatten. Was ist das? Verstärkte Eisenplatten. Verstärkte, haufenweise verstärkte Eisenplatten. Schade. Und Draht. Okay, keine Turbomotoren. Warum haben die anderen alle so viel Glück und finden Turbomotoren an den Frexen? Ich finde halt einfach nie Turbomotoren da. Ich finde immer nur diese Kühlkörper maximal. Da ist eine Kohlenote und zwei reine Ölnotes. Reines Öl? Oh. Moment mal. Nein, das ist nicht wirklich da mittendrin, wo diese Gasdinger sind, ey. Das kann es doch nicht sein jetzt. Nicht im Ernst. Ja, da, genau da dazwischen ist das. Oder warte mal, wenn ich von der anderen Seite ranlaufe, könnte ich es vielleicht sogar zumindest bebauen, ohne dass ich Schaden kriege. Tja, liebe Kinder, was nehmen wir daraus? Vergesst niemals eure Gasmaske, wenn ihr aus dem Haus geht. Das hat uns schon Vault-Tec eingetrichtert. Aber nee, ich muss es natürlich wieder anders machen. Genau da in der Mitte ist das Öl, ey. Ich raste aus. Aber von hier aus kann ich bestimmt die Pumpe setzen. Ja, guck mal, das geht doch. Ich muss ja nur die Pumpe setzen und dann das Förderband da wegziehen. Geht ja alles. Und natürlich muss ich da eine Initialzündung geben, also dass, ne, Power kommt. Das sieht aber merkwürdig aus, das Wasser. Ich höre hier eine Schnecke. Ich hörte, ja, das Gesäusel der Schnecke habe ich gehört. Sie hat mich voll gesäuselt. Dennis Player und Monkey King haben auf Stufe 1 abonniert. Dankeschön. Habe ich jetzt noch gesehen. Gerade so noch. Ich bedanke mich bei euch. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr kommt auf eure Kosten. Ich hoffe, ihr kommt zum Kotzen. Auf eure Kosten. Ohne zu kotzen. Jetzt, Moment, jetzt muss ich mal... Ah! Ich dachte gerade schon... Nein, ich hänge fest hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Moment, wo habe ich das denn jetzt aufgebaut? Ich sehe es nicht mehr. Diese hässlichen Weiden versperren mir die Sicht. Da. Oder? Ja, das muss es doch sein, oder? Wie nah kann ich denn hier reinlaufen, bevor ich... Was ist das?
Das ist ja ein Shrimp oder so. Nein, ah, das ist... das ist Lizard Togo, verdammt. Was macht der denn hier? Warum versteckt er sich denn da im Wasser? Irgendwas ist über mich drüber geflogen gerade. Warum versteckt sich Lizard Togo denn im Wasser? Was macht der denn für Faxen? Kann das sein, dass ich hier gar keinen Gasschaden kriege? Ich stehe doch hier direkt neben so einem Ding. Die sind wahrscheinlich nur zur Zierde da. Das wäre nicht schlecht. Warte mal, ich will trotzdem hier irgendwie rüberfliegen über das Wasser. Einfach mal hier geradeaus jetzt rein und dann so nah wie möglich ran an den Spaß. Jawohl, guck mal, siehst du? Wie ich nichts sehen kann da hinten. Da ist er. Die Quelle. Okay. Gibt es auch inaktive von diesen Gasknubbeln da? Die vielleicht gar nicht so viel gasen. Das heißt, dass man da noch normal stehen kann irgendwie. Okay, jetzt versuche ich mal von hier einfach die Förderbandstrecke erstmal zu legen. Oder, warte mal, vielleicht... Ah, nee. Doch, eigentlich Förderband müssen wir legen. Was nehmen wir denn? Ich nehme mal das Dreier. Nee, wir nehmen schon das Schnelle, das Schnelle. Das ist da hinter dem Ding, ne? Hinter dem Baum. Oh Gott. Das wird so tödlich enden. Von hier kann ich aber... Ja, von hier kann ich ganz gut ranlaufen eigentlich. Mal gucken, wann ich Schaden kriege. Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal. Jetzt ziehe ich es einfach hierher. Aha! Ah, schade. Okay, hier hin. Durch die Bäume. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Biospritreaktor. Damit müssen wir ja die Initialzündung machen. Der muss ja erstmal fördern, bevor wir fördern können. Und dann brauchen wir den Brennstoffgeneral. Ich baue hier mal Foundations auf. So, 3x3 braucht der. Genau. Setzen wir den schon mal hier hin. Hoffentlich kommt jetzt nicht so ein hässliches Vieh. Wo ist denn? Da ist er. Genau. Wunderschön. Genauso will ich das haben. Nice. Den lassen wir hier schon mal da reinlaufen. Mit dem Förderband. Genau, dann ist die Verbindung schon mal hergestellt. So, jetzt müssen wir das Förderband verbinden. Also beziehungsweise den Biospritreaktor, wie ich hier nicht durchkomme. Verbinden mit... Mann! Nein, ich häng fest, scheiße! Ich komme hier nicht mehr weg! Ich kann nichts mehr machen! Kacke! Okay, ich muss den Spielstand neu laden, ich häng fest. Oh Gott sei Dank. Puh, alter Schwede. Okay, also, Moment nochmal jetzt. Wo bin ich jetzt hier nochmal? Ich muss nochmal scannen. Ich renne jetzt einfach mal hier durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Gas eh nicht tödlich ist. Ich glaube, das Gas ist nicht tödlich. Ich glaube, das Gas ist nur eine Ablenkung. Ich glaube, das Gas ist lieb. Das ist gutes Gas. Das ist die Art von Gas, die man einatmen möchte, glaube ich. Das ist die Art von Gas, die gut für einen ist. Das ist die Art von Gas, die einen zu Höhenflügen animiert. Das ist die Art von Gas, die einfach total cool ist, mit dem man der coolste in der Schule ist. Die Art von Gas ist das. So, jetzt hier. Bam. Bam. Hä, was? Wieso geht das da nicht? Achso, ich habe das Förderband zu weit nach vorne gebaut. So, jetzt aber hier. Noch einmal bitte. Und jetzt in richtig. Also da hin, genau. So, wunderschön. Förderband rein befördern. Da, dahin, so. Und jetzt nicht in die Palmen reinlaufen.
böse Falle. Biospritreaktor am Start. Können wir gleich mal Sprit reinlegen. Habe ich Biosprit? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ey, wenn ich jetzt keinen Biosprit gehabt hätte, wäre ich auch ausgerastet. Also, Initialzündung. Irgendwas zischt hier ganz komisch. Genau. Bam. Moment mal. Warum? Wieso? Weshalb? Oh, man braucht doppelt so viel. Okay. Dann müssen wir wohl ein bisschen improvisieren. Da müssen wir wohl zwei Biomassereaktoren bauen. Was zischt denn hier so hässlich? Das ist voll irritierend. So, okay, wie kann ich denn jetzt den Stack teilen eigentlich? Mit rechter Maustaste? Ah ja, genau so war das. So, wir müssen ja einfach nur beide aktivieren und dann den Hebel ziehen. Jawohl! Produziert genauso viel, wie die Quelle braucht. Genau. So, dann connecten wir das Ding jetzt einfach mit da dran. Warum kann der jetzt nicht? Ah, ich brauche doch eine Raffinerie noch dazwischen. Scheiße. Okay, warte. Alles gut. Das habe ich jetzt ganz vergessen, ey. Das habe ich jetzt total unterschlagen, dass ich ja noch die Raffinerie brauche für den Treibstoff. Ich wollte gerade Rohöl da reinfördern. Geile Sache. Ich bin schon wieder nicht mehr ganz frisch heute, ne? Ihr merkt das schon. Raffinerie. Genau. So. Daneben. Yes! So, jetzt müssen wir noch irgendwie das Förderband wieder neu setzen. Und zwar so, dass es außenrum geht. Komm schon. Was? Wieso geht das? Egal. Einfach einmal so ein bisschen so hier durch. Komm. Nicht genügend Freiraum. Ach so, wegen dem blöden Mast. So, einmal drumherum fädeln, bitte. Genau, wir müssen einfach erstmal nur genug Öl hier auf dem Band haben. So, jetzt machen wir hier noch das Förderband rum. Da vorne rein. So, jetzt müssen wir hier Strom drauf kriegen. Das Problem ist jetzt, wir können nicht das Ding versorgen, also die Quelle und gleichzeitig das Ding. Das heißt, wir müssen das Ding erstmal wieder abknippern. Und dann das Ding damit verbinden. So, jetzt wird da erstmal ein bisschen... Ich hasse dieses Geräusch. Warum mache ich es nicht eigentlich so, dass ich den, den ich schon im Inventar habe, den Brennstoff da reinlege? Verdammte Scheiße. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach gewesen. Okay. Man muss es sich auch mal unnötig kompliziert machen. Herrlich. Als ob Millionen auf ihre Stirn klatschen und plötzlich verstummten. Herrlich. Da muss man auch mal gemacht haben. Ist auf jeden Fall lustig. Fand das gut. Muss ich öfters machen. So. Strom ist da. Schöner Überschuss auch. Läuft alles. Habe ich das jetzt? Moment, jetzt muss ich noch die Dings... Ah, da. Vergessen. Das muss ja wieder verbunden werden. Aber jetzt mal ohne Flachs, ne? Das Gas hier scheint nicht tödlich zu sein. Guck mal, ich kann mich hier neben die Gasdinger stellen. Es passiert absolut gar nichts. Es passiert wirklich nichts. Es ist einfach nur Fake. Es ist einfach nur Fake. Das ist so wie diese Schilder, Privatgrundstück, Gelände wird überwacht mit Videokameras und die Videokameras sind nur Attrappen. So ähnlich ist das. Haha! Gasmaske, mei Ars! Herrlich. Schwere Geburt, ja, sehr schwer, aber manchmal muss man auch schwer geboren werden und dann läuft das erstmal richtig. Okay, jetzt brauchen wir eine Stromleitung. Und zwar zum Bauxit. Machen wir das mal. Zwacken wir mal hier noch eine Connection ab.
und ziehen die mal da durch, durch den Morast. Boden ist zu steil, Draht ist zu lang. Immer diese Einschränkungen, diese schrecklichen. Das ist ja zum Glück nicht weit weg. Kann man die Gasnobbys abbauen? Ich glaube nicht. Ich habe das schon mal versucht, glaube ich. Ich frage mich, ob die hier alle fake sind oder ob nur die bei der Ölquelle da fake sind. Ich gehe jetzt mal hier an die ran. Ja, offensichtlich sind die alle fake hier. Die haben anscheinend noch keine Funktion bekommen. Ich meine, hey, mich soll's nicht stören. Ich finde das gut so, momentan gerade. Es erleichtert mir hier eindeutig das Vorgehen. Ich meine, stelle sich vor, die würden schon alle abgasen vernünftig. Das wäre gar nicht so gut. Muss man wirklich mal sagen. Das wäre sehr schlecht. Bauxit da hinten. Tja, der Wahnsinn. Trotz dieses ganzen Hin und Hers hier gerade mit der Stromversorgung haben wir doch in dieser Folge auch wieder was geschafft. Ich meine, wir legen hier gerade durch den Sumpf eine Stromleitung. Ich denke mal schon, dass das hier so eine Art Sumpfbiom sein soll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze hier noch nicht wirklich fertig implementiert ist. Also noch nicht final, weil irgendwie gibt es hier nicht wirklich richtig viele Tiere. Die Gasdinger da, die funktionieren nicht richtig. Also irgendwie ist das hier ganz schön unfertig. Es fühlt sich zumindest so an. Aber meine lieben Freunde, was jetzt hier fertig ist, ist an dieser Stelle diese Folge. Die ist jetzt zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Ihr könnt auch gerne mit meinem Epic Creator Tag Spielbär mit AE das Spiel kaufen oder auch gerne jedes andere Spiel im Epic Store. Damit unterstützt ihr meinen Kanal direkt. Das wäre sehr nett von euch, wenn ihr das machen würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao!